Und hier hat natürlich dann die digitale Lehre große Vorteile. Wir haben es dann letztlich auch vielen Studierenden zugänglich machen können, die eben halt nicht im OP dabei sein können. Mein Name ist Hans-Georg Palm. Ich bin leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Erlangen und für chirurgische und orthopädische Klinik. Wir haben ein innovatives, abwechslungsreiches digitales Lehrprojekt gestaltet, in dem die häufigsten Krankheitsbilder der Unfallchirurgie näher gebracht werden sollen. Und hier habe ich einen sogenannten Gamma-Nagel mitgebracht. Man sieht es so an der Form wie ein griechisches Gamma, der verwendet wird bei Brüchen des körpernahen Oberschenkels, also proximalen Femurfrakturen. Und genau so einen Nagel in dieser Bauart haben wir in einem unserer Operationsvideos auch implantiert. Und deswegen habe ich diesen Nagel mitgebracht. Gerade in der Unfallchirurgie sahen wir uns ja immer mit der Problematik konfrontiert, dass wir die Zahl der Studierenden, die wir mit in den OP nehmen können, ja auch limitiert ist. Dass auch die Operationen gerade in der Unfallchirurgie auch manchmal zeitlich schlecht planbar sind. Und hier hat natürlich dann die digitale Lehre große Vorteile. Wir konnten durch das Aufzeichnen von den Operationsvideos letztlich genau die Krankheitsbilder herausgreifen, die häufig und uns daher auch wichtig waren. Wir haben es dann letztlich auch vielen Studierenden zugänglich machen können, die eben halt nicht im OP dabei sein können. Und deswegen war auch natürlich eine große Herausforderung, dass das Projekt möglichst barrierearm ist, gut zugänglich ist, dass man möglichst wenig anatomische Vorkenntnisse mitnehmen muss, dass man auch kein zusätzliches Lehrmaterial benötigt. Und da waren wir sehr dankbar, dass wir sehr professionell durch die Psychologen im Bereich der Medizindidaktik beraten worden sind, dass wir den Support von dem professionellen Filmemacher hatten, aber auch der studentischen Hilfskräfte, die ihr Input eingebracht haben. Und das war letztlich auch der Impetus und die Besonderheit eben dieses digitalen Formates, dass wir darauf zurückgreifen konnten, eben Videos zu drehen von Operationen, die sonst kaum den Studenten zur Verfügung ständen. Es stehen qualifizierte Tutorinnen zur Verfügung, die als Ansprechpartner auch in administrativ-organisatorischen Belangen zur Verfügung stehen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, sich über ein moderiertes Forum miteinander auszutauschen. Und dann ist es so, dass dieser Kurs abgeschlossen wird, unter anderem mit einer sogenannten Einsendefrage, die dann auch individuell für jeden, der die Frage abgibt, auch beantwortet wird. Jedes Modul endete mit dem kleinen Modulabschlusstest, als kleine Voraussetzung, um ins nächste Modul einsteigen zu können. Und der große Abschlusstest, der beinhaltet eine Multiple-Choice-Frage und zusätzlich noch eine individuelle Einsendefrage. Unser Format ist letztlich noch nicht so lange auf dem Markt, sodass wir hier noch nicht über Erfahrungswerte verfügen, die über mehrere Semester reichen. Aber die bisherige Resonanz ist positiv. Wir sind mit einer gewissen Abbruchrate konfrontiert, die vielleicht auch höher ist als bei Präsenzangeboten. Es liegt aber unseres Erachtens darin begründet, dass dieses Wahlfach ja nicht für alle Studierenden verpflichtend ist. Also wir haben für die Studierenden an der FAU im Bereich der Humanmedizin die Möglichkeit, das als Wahlpflichtfach anzubieten. Die Studierenden der Physician Assistants haben es curricular integriert in der OTH Amberg und Weiden. Und die anderen Studierenden in Bayern über die Virtuelle Hochschule Bayern, die können es einfach freiwillig belegen, schnuppern auch gerne mal rein und steigen dann aber auch wieder aus. Es hat Spaß gemacht, so interdisziplinär mit einem Filmemacher, mit einer Psychologin, die da wirklich extrem viel Ahnung hat von der Medizindidaktik, zusammenzuarbeiten. Auch mit den Studenten, die aus wirklich ihrer eigenen Erfahrung ganz viel Input liefern konnten. Und es war ein innovatives, kreatives Miteinander. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch mitnehmen können, dass wir Lehrinhalte jetzt anbieten können, die wir vorher in der Präsenzlehre nur bedingt so anbieten konnten. Natürlich besteht die Möglichkeit, in den OP reinzuschnuppern im Rahmen von Praktika. Aber gerade unfallchirurgische Operationen lassen sich bisweilen eben nicht planen.
Und um in die Breite zu gehen, um möglichst vielen Studierenden die Operationen anzubieten, ist das eine unglaublich gute Plattform. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Gestaltung eines digitalen Faches extrem arbeitsaufwendig ist, bis es dann in einer sehr guten, mediendidaktisch aufbereiteten Form zur Verfügung steht. Und es ist dann auch nicht damit getan, das Projekt abzugeben, sagt, jetzt ist es im Netz, sondern es lebt auch extrem von der begleitenden Moderation von Tutoren, dass dieses Fach auch von den Studierenden gut weiter angenommen wird. Also zunächst muss ich sagen, wir haben extrem viel positive Unterstützung durch die Virtuelle Hochschule Bayern erfahren dürfen, die letztlich auch durch die Finanzierung des Projektes dies alles ermöglicht hat. Ich denke, solche Projekte werden wir auch in Zukunft weiterverfolgen. Wir werden aber auch ansonsten zum Beispiel im Rahmen von Hybridangeboten die digitale Lehre bemühen. Die wird in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein, nach meiner Einschätzung. Thank you.